Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr Süßen, eine Tagesbotschaft für euch. Ich bin gespannt, was heute in unser Feld kommen möchte. Ich werde wieder eine Neunerlegung für euch machen mit den Lennys. Und dann schauen wir mal, was sich hier heute in euer Feld oder in euer Feld bewegen möchte. Meine Lieben, ganz interessante erste Karte. Wir haben die Lupe. Die Lupe, die ist ein Hinweis dafür, dass ihr bitte in einer Situation genauer hinschauen sollt. Ja? Wir gucken mal, was es hier noch geht. Das genaue Hinschauen kann bedeuten, dass du entweder was übersiehst oder dass du ins Verstehen kommen darfst. Oder aber, dass dir einfach Details fehlen, die du hier erkennst, indem du dich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und das bedeutet, durch die Lupe, das Vergrößern einer Situation im Sinne von das, was zum Beispiel auch Verträgen im Kleingedruckten ist, dass du das durch die Lupe nochmal genauer beleuchtest, ja? Oder die Situation, um die es geht, dass du eventuell im Unverständnis bist und die Situation nicht verstehst und genau nochmal alles durchschaust, durchdenkst. Und du darfst dir auch Zeit dafür nehmen, weil die Karten, ihr merkt jetzt, wie oft ich da mische, es bedeutet, dass du dir Zeit nehmen darfst heute für eine Situation. Wie geht es weiter? Wie möchtest du etwas, wie sich etwas entwickelt? Es ist hier entweder bei einigen von euch, meine Lieben, ist es hier wirklich ein Vertrag, wo man genauer hinschauen soll. Oder aber die Situation, um die es hier geht bei euch, die beinhaltet eine ganz wichtige Lernaufgabe. Das Verstehen, warum gerade eine Situation so ist bei euch, ja? Und denkt dran, es ist nichts Negatives in dem Sinne, sondern es ist für euch ein, sie sagen mal, Erwachungsprozess, eine Weiterentwicklung. Einige von euch werden sich ein dickes Fell anschaffen müssen, weil ihr habt es hier heute mit Menschen zu tun, die entweder sehr viel, zum Beispiel euch anschreiben, ihr habt sehr viel Kontakt mit Menschen. Es sind Menschen, die euch erzählen wollen, wie es eventuell richtig ist. Also du hast ja auch noch diesen Einfluss von außen. Und ich denke, das wird hier heute ein Stück weit eine Belastung sein können. Oder aber du bist selber nicht in deiner Mitte, dass du selber in einer Situation bist, wo du das Gefühl hast, zum Beispiel, dir geht es nicht gut. Oder du bist unruhig, dein Solarplexus reagiert. Also irgendwas, weil diese Lernaufgabe hier, ja, oder diese Verträge, dieses sich anschauen, diese Thematik hier, die macht was mit dir heute, ja. Zum Schluss, meine Lieben, werde ich auch wieder das Tarot nehmen, um euch eine Botschaft von euren Guides mitzuteilen, ja. Das haben wir dann zum Schluss der Legung. Nur mal zur Information zwischendurch. Dieses sich anschauen, das ist ein ganz langsames Vorangehen. Das ist das, warum ich hier gesagt habe, ich muss so viel mischen, so lange mischen. Ja, also das ist auch ein Prozess, der ist wie zäher Kaugummi. Der dauert einfach, ne? Manchmal hat man wirklich Schwierigkeiten, gewisse Themen zu verstehen, zu begreifen. Vielleicht fragst du dich auch nach dem Warum, ne? Auch das kann es sein. Aber wichtig, in diesem ganzen Prozess, ihr wisst ja, wir sind sehr positiv ausgerichtet, es ist ganz, ganz wichtig, meine lieben Seelen, dass ihr immer schaut, wo möchte ich hin? Wie soll letztendlich diese Entwicklung in dieser Situation, wie soll sich das gestalten? Ja, und nicht in dieser toxischen oder negativen Energie oder der Ungeduld, sondern es ist bewusst, dass hier das Vorangehen langsam dauert, damit du in diesem Prozess ins Verstehen kommst, damit du genau hinschaust. Ja, und eine Nebenwirkung davon ist halt einfach, entweder durch die Vögel der Impuls von außen, ja, was du jetzt vielleicht gerade gar nicht gebrauchen kannst, oder einfach deine Nervosität, Angst, Sorgen, ne? Das kann es hier auch sein. Ja, es ist schon ein Prozess. Wir haben hier die Konflikte, die Basis, die Ausgangsbasis allen Übels, sage ich mal. Aufgrund dieser Situation sind hier Konflikte. Es gibt hier einen Konflikt in deinem Feld, der sich entweder langsam entwickelt hat, ja, oder aber wo du auch ins Verstehen gehst, dann ist dieser Konflikt hier eine Lernaufgabe für dich. Vielleicht lernst du gerade einen Menschen aus einer anderen Perspektive kennen, wo du gedacht hast, wow, ich hätte nicht gedacht,
dass dieser Mensch so sein kann. Ihr habt gesehen, das Bild hat gerade geschuckelt. Wie so ein Erdbeben könnte diese Situation in dein Leben fließen heute. Ja, und es geht um Unehrlichkeiten. Also hier ist jemand wirklich unehrlich zu dir. Das könnte sich rumsprechen in Richtung dritte Person. Ja, dass hier eine Person schlecht über dich redet und das kommt bei anderen an und da kommt dann ein Konflikt auf. Auch das ist dann hier eine Art Lernaufgabe. Oder wir haben es hier mit vertraglichen Angelegenheiten zu tun, wo du bitte aufpassen musst, wo hier Konflikte liegen und Unehrlichkeiten. Ja, also bitte lasst euch hier nicht über den Tisch ziehen. Die Frage ist für meine hochsensiblen, lichtvollen Seelen hier auf meinem Kanal, überlegt euch bitte, inwiefern ihr in den Kampf zieht oder euch dann in dem Moment davon abwendet, ja, Schadensbegrenzung für dein Selbst, für deine Seele, für dein Wohl, für dein Seelenheil. Weil letztendlich, kann ich euch gleich sagen, diese Thematik, um die es hier geht, wenn du dich hier mit jemandem zoffst aufgrund von Unehrlichkeiten, das ist nicht dein Prozess. Das ist dann in dem Moment der Prozess dieser anderen Person. Wir haben hier positive Kommunikation. Also irgendwas wird hier positiv kommuniziert. Vielleicht kommt auch jemand auf dich zu, ja, der dich da in diesem Prozess unterstützt. Es geht hier um bei einigen von euch wirklich um Beziehungen, dass man hier die Kurve wieder kriegt. Dann haben wir eine Thematik, was für euch in einer Liebesbeziehung ein Konflikt darstellt heute, wo man nicht ehrlich ist. Für andere kann es aber auch eine zwischenmenschliche Geschichte sein. Ja, sehe ich auch hier mit dem Ring, wo es aufgrund der Unehrlichkeiten hier eine Lektion gab für euch. Es ist auf jeden Fall eine belastende Situation, meine Lieben, wo ihr heute dran zu knabbern habt. So, wir schauen uns jetzt noch die letzte Karte an. Dann ist das Feld nämlich vollständig. Schon wieder die Vögel. Ja, also es wird ganz viel, also du bist nervös, es ist die äußere Umwelt wird mit einbezogen. Das ist schon eine Situation, die nicht in Ordnung ist. Wenn es hier zwischen euch beiden eine Situation gibt, dann sollte die auch zwischen euch beiden bleiben und in der Regel nicht an Dritte weitergetragen werden. Aber das ist hier der Fall. So, nichtsdestotrotz bist du aber stabil. Und das ist das, wo ich immer sage, Leute, habt keine Sorgen oder keine Ängste. Denn das sind letztendlich, wenn du im Glauben bist, sind es egal, ob Islam oder Christentum. Wenn wir Gläubigen, ja, Sorgen und Ängste haben, dann ist das letztendlich wie eine Sünde. Ne? Weil wir dann das göttliche Urvertrauen verloren haben. Also geh davon aus, es ist alles ein Plan, der so sein soll, dass du das erlebst. Ja, und geh die Fürbitte. Ja, formuliere gerne aus, wie du es haben möchtest und nehme diese Situation, diesen Konflikt und auch diese Unehrlichkeit, nehme sie einfach an, es ist gerade in deinem Feld heute. Du bist aber trotz alledem stabil, ja, und dieser Prozess, das sehe ich ganz klar, das haben sie mir jetzt mehrfach gesagt, ist nicht der Prozess, den du ausgelöst hast, sondern es ist ein Thema, wo du vielleicht etwas gesagt hast, etwas gemacht hast und aufgrund von Unehrlichkeiten, Angst, wo, was auch immer, deine Worte bei der Person ausgelöst haben können, ist diese Situation entstanden. Es ist aber nicht dein Prozess, es ist der Prozess dieser anderen Person. Du bist trotz alledem, lernst du auch daraus und du bist heute stabil. Ja, die positive Kommunikation wird kommen, es wird dir jemand Unterstützung anbieten von den Menschen, die hier sehr viel Nervosität mit ins Feld bringen. Da ist jemand bei, der dich trotzdem unterstützt, ja, und dir Hilfe anbietet. So, ich werde jetzt noch gucken, was die Guides für euch hier zur Verfügung stellen an Botschaften und an Informationen. Ja. Du bist enttäuscht. Wir haben hier die drei der Schwerter. Du bist enttäuscht, du bist traurig. Für die, die auf eine Liebesgeschichte gucken, hast du ein gebrochenes Herz. Zwischenmenschliche Beziehungen sehe ich hier ganz klar. Da bist du einfach verletzt. Da hast du gerade
eine Thematik, worüber du wirklich nachdenkst, wo du hinschauen darfst, und diese Unehrlichkeiten, die in dieser Situation mit einhergehen, die haben dich halt einfach ein Stück weit verletzt. Trotz alledem bist du stabil. Und das ist immer noch das, was wichtig ist und was du bitte nicht vergessen sollst. So, die erste Karte sind 6 der Stäbe. Ja, also sie sagen, du wirst aus dieser Situation, und deswegen kam die als erstes, du wirst aus dieser Situation erfolgreich rausgehen, weil du bist lichtvoll, du ziehst dir nicht die negativen Energien an, sondern du sagst, okay, wenn dieser Mensch diesen Prozess hat und es nicht versteht, dann bitteschön, manche nennen sie Schläfer oder Menschen aus der dritten Dichte, dann kannst du in die Annahme gehen. Du kannst jeden Tag entscheiden, was du möchtest oder nicht. Du hast aber trotz alledem schlaflose Nächte. Wir haben hier die 9 der Schwerter. Und die 9 der Schwerter sind Traurigkeit und schlaflose Nächte. Trotz alledem halte dich bitte hier dran und halte daran fest, dass du aus dieser Situation hier, definitiv, da wird heute was passieren, dass du da positiv rausgehst, siegreich rausgehst. Und wir haben die 9 der Stäbe. Die 9 der Stäbe sagen mir, dass du letztendlich in dieser Situation, das ist eine Situation aus der Vergangenheit. Da hat etwas angefangen und diese Situation trägst du schon eine Weile mit, sagen sie. Die schlaflosen Nächte rühren daher, dass du halt hier genauer ins Feld schauen sollst, ja, was halt hier Thema ist, damit du daraus lernen kannst. Die 9 der Stäbe, eine Thematik aus der Vergangenheit, die du dir nochmal anschauen darfst. Deswegen hast du die schlaflosen Nächte, sind auch teilweise von euch gesehen der Konflikt aufgrund der Unehrlichkeiten. Ja, und wie gesagt, das ist das, was ich mit den 6 der Stäben ja auch sehe, meine Lieben, dass ihr trotzdem siegreich positive Kommunikation in einer anderen Form von Beziehung und Unterstützung, ihr da aus diesem Prozess geht. Also die Leute, die damit einbezogen worden sind, die damit gar nichts zu tun hatten. Ja, die werden dir hier, und wenn es nur die eine oder andere Person ist, werden dir hier die Hilfe zuteil werden lassen. Ja, wichtig und Grundvoraussetzung in all diesen Prozessen, meine Lieben, lasst euch nicht unterkriegen. Ja, ich sag immer, wenn ihr Gott zum Lachen bringt, dann plant euer Leben, plant eine Situation. Ja, und ihr werdet sehen, dass letztendlich alles anders kommt. Wenn du das Gefühl hast, heute du knickst ein, du hast das Gefühl, du bist nicht stabil genug, doch, das sehe ich, du bist stabil. Das, was du gerade fühlst, ist halt dieser Herzschmerz, dieses ich verstehe das nicht, warum die Unehrlichkeiten und der Konflikt, aber eure Guides sagen euch auch, ihr geht aus dieser Situation gestärkt, erfolgreich, siegreich raus. Und diese Situation aus der Vergangenheit, hier und die schlaflosen Nächte, die werdet ihr ablegen. Ja, also es ist nur eine kurze Zeitfrequenz, wo ihr das habt, weil ihr einfach wie in so einem Schockzustand seid. In diesem Sinne wünsche ich euch heute ganz ehrlich gesagt ganz viel Kraft, ganz viel Licht und Liebe. Und wenn euch etwas belastet, gebt es nach oben ab, geht bitte in die Fürbitte. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich werde euch jetzt hier nochmal eine Schutzengelkarte ziehen. Für diese Situation. Schatten. Mhm. Entwickle Mitgefühl mit allem, was dir an dir selbst nicht gefällt. Ja, also das ist, es könnte sein, dass du es ja auch mit einer Spiegelsituation zu tun hast, dass dir hier jemand was spiegelt, wo du etwas gesagt, gemacht hast, was dir nicht gefallen hat, und die Resonanz und Aktion ist halt der Streit, die Unehrlichkeiten, Lug und Trug. Und es ist auch mit dem Thema, über dich hinauszuwachsen heute. Schattenthemen, ja, wir haben alle lichtvolle Energien und ein Stück weit auch unlichte Energien bei uns, deswegen auch teilweise bei einigen emotionale Ausbrüche. Ja, und das kann hier sehr gut sein, dass das heute von dir mit ein Thema sein kann, was in dieser Situation einhergeht. So, wir haben jetzt fast 14 Minuten, Leute. Ich werde euch noch eine Seelenbotschaft ziehen, weil das sind echt heftige Energien hier heute. Damit ihr ein bisschen mehr Stabilität bekommt in dieser Tagesbotschaft, werde ich euch jetzt hier nochmal eine Seelenbotschaft ziehen. Imago-Prozess, Weiterentwicklung, wie geht's hier bei dir weiter? Genau, die Zukunft. Vertraue dem, was im Inneren geschieht, auch wenn du es im Außen noch nicht siehst. Und das ist genau das. Und das ist auch hier mit dem Siegreichen. Ja? Also vertraue dem Prozess. Manchmal haben wir Stolpersteine, manchmal fallen wir auf gut Deutsch auf die Nase, um, wenn wir irgendwas nicht gesehen haben, es dann zu sehen und dann ins Erwachen zu kommen.
es ist eine Situation, die nicht gegen euch ist in dem Sinne, sondern die euch zum Wachstum verhilft. Wenn du aber das Gefühl hast, ich kann nicht mehr, ich bin K.O., dann bitte, geh in die Fürbitte, hol dir die Kraft von oben oder du kannst dir auch eine Kartenlegung oder Heilarbeit natürlich buchen, keine Frage. Ich unterstütze dich da sehr, sehr gerne drin. Das ist deine Entscheidung, wie du es gerne haben möchtest. Ja, denkt immer dran, ihr habt einen freien Willen und ihr dürft entscheiden, ob ihr euch hier heute auf einen Konflikt der Unehrlichkeiten einlasst oder nicht. Na, wie gesagt, in dem Sinne, vertraue dem Prozess, dass letztendlich das, was du noch nicht siehst, da aber etwas im Arbeiten und im Argen ist, was auf dich positiv zukommt. Wie gesagt, ihr geht heute siegreich aus einer Situation raus. In diesem Sinne, meine Lieben, danke für eure Zeit. Ich hoffe, es war nicht zu lang, aber es musste heute sein. Ja? Habt einen schönen Tag, ganz viel Licht und Liebe und Kraft. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.